geblendet, weil ich die ganze Zeit in die Klamme gesehen habe, aber ich glaube, es Metall ist jetzt so weit, dass wir jetzt gießen können, aber wir messen natürlich zur Sicherheit noch nach. Flüssig genug sind wir auf jeden Fall, das ist hinten auch drin. Wenn die Gießer 1110 müsste reichen, für sieben Glocken insgesamt reicht. Wir gießen hier Bolt noch und ihr macht noch eine Probe anschließend. Bolt heißt, wir gehen jetzt noch mit dem trockenen Fichtenstamm hinten rein, der rührt quasi nochmal zusätzlich. Hat aber eine chemische Bedeutung, also rühren könnten wir ja auch händisch. Er hat nämlich auch mit Sauerstoff und Wasserstoff den durch seinen Kohlenstoff dann auch mit raustreibt quasi. Sollte ein Chemiker anwesend sein, auch ich habe auch in dieser Beziehung etwas leihenhaft geredet, aber Kohlenstoff treibt quasi CH2 und CO2, um es mal ganz banal zu sagen, dann eben oben heraus nochmal zusätzlich und rührt auch nochmal alles sehr, sehr gut um. Eine Gussprobe nehmen wir jetzt noch zuvor, um die Erstarrung noch zu erkennen. Von der Temperatur her, wie gesagt, sind wir gut. Die Geschmacksprobe. Das ist die Art Geschmacksprobe. Mein Bruder schaut ganz kritisch. Jawohl, prima. Dann können wir jetzt gießen, meine Damen und Herren. Die Tür ist noch offen. Ich merke aber hier eigentlich nichts. Also die eine Tür könnten wir vielleicht dann auch auflassen, würde ich sagen. Okay. Ihr macht noch zu hinten. Okay. Alles fertig, Lisa? Alles fertig? Wollen wir bitte stille werden vor Gott? Lobet den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn und singen vereint mit den himmlischen Chören. Kommt also auf, seid er und aufgewacht auf. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und der Erde schaffen. Herr, erhöre unser Gebet. So lasset uns beten. Allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde, die ganze Schöpfung verkündet dein Lob. Sieh auf das Werk unserer Hände, segne dieses flüssige Metall, das für den Guss der Glocken bestimmt ist. Leite seine feurigen Ströme und schenke unsere Mühe und Erfolg. Gib, dass die neuen Glocken deinen Namen verherrlichen inmitten deiner Gemeinde. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie noch bitten, nach dem Glockenguss werde ich es erklären, warum, dass Sie das Rauchen bitte während des Gusses komplett einstellen. Und ich möchte ganz besonders die Herren bitten, völlige Ruhe, möglichst alle, aber vor allen Dingen die Herren, völlige Ruhe zu wahren während des Glockengusses. Vielen Dank.
die Glocke der St. Martin-Kirche wird gerade geschossen. Die kleinere. Jetzt wird die zweite gegossen, die größere. Thank you.
Nase. Noch nicht. Nein, sobald das Licht gezogen ist, da hinten alles heranziehen. Auf geht's. Komm. Wir müssen jetzt wieder vorsichtig nachher. Oh, das sieht was aus hinter dir. Und bumpen. Okay. Ja, aber. Ziehen. Oben leer. Was macht die Schlacke neben drin? Thank you.
Gesang. Wir sind glücklich, dass alle Glocken vom Guss her rein gießtechnisch geraten sind. Dass Ihre mittlere Glocke, dass die ein bisschen gespuckt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir einen Fremdwachs bekommen haben. Das war der Künstler, der uns das gestaltet hatte und der hat uns den Fremdwachs geliefert. Wir hätten vielleicht doch eine Gockhille dann eben nochmal neu machen müssen. War vielleicht unser Fehler, deswegen hat die sehr viel explodiert. Wir haben das schon beim Ausbrennen gesehen. Man konnte schon erkennen in dem Lehm, dass da eben noch Wachsreste drin waren. Und Wachs ist eigentlich das gleiche wie Feuchtigkeit, oder ähnlich jedenfalls von der Auswirkung her wie Feuchtigkeit. Wenn das da vergast, das Wachs, das ist übrigens mit der Feuchtigkeit nichts anderes. Wenn die anfängt dann eben Sauerstoff und Wasserstoff zu cracken, dann gibt es ein Knallgas. Also jeder, der das in der Schule mal noch durchgenommen hat, der kennt das noch aus dem Physik- oder Chemieunterricht, Knallgas. Kann man also sehr, sehr leicht aus unserer Luft oder auch aus dem Wasser herstellen. Und nichts anderes ist das hier. Und wenn es dann eben mal knallt, und das war bei Ihrer mittleren Glocke der Fall gewesen, dann heißt das nicht bei so einem dickwandigen Gussstück. Es ist ja sehr dickwandig. Das ist immer der Vorteil des Glockengießers, dass da irgendwas missraten sei. Aber natürlich wissen wir bei jeder Glocke überhaupt erst, ob sie geraten ist, wenn sie ausgegraben ist. Also ich kann nur sagen, der Glockenguss ist insgesamt sehr gut gelaufen. Ich bin ein bisschen verwundert, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir sehr viel Schlacke hatten, dass wir also so quasi mit dem letzten Tropfen auch die Lübecker Glocke noch vollgekommen haben. Alle Glocken sind, was rein gießtechnisch meine ich das jetzt betreffend, sind alle Glocken geraten. Ob sie im Klang gelungen sind, das werden wir Ihnen dann eben sagen, wenn wir sie ausgepackt haben. Das kann im absoluten Minimum eine Woche, eher bitte 2 Wochen dauern, bis sie ausgegraben sind und dann werden wir ein Ergebnis bekannt geben. Sollten Sie, das sage ich aber gleich jetzt vorweg, irgendwelche terminlichen Abstimmungen noch haben wollen, die Sie bis jetzt noch nicht per E-Mail oder wie auch immer mit unserem Herrn Schmidt hatten. Herr Schmidt steht da mit allen 4 Akten, für 4 Gemeinden haben wir heute gegossen, mit allen 4 Akten und könnte dann eben terminlich mit Ihnen dann eben dann noch was absprechen, für den Fall, dass da noch was zu ändern ist oder jetzt abzusprechen ist. Dafür steht der Herr Schmidt gerne bereit. Bauingenieur, Zimmermann, also den können Sie in vielen Dingen können Sie den fragen und auch im Glockensektor mittlerweile einer der Fachleute, den wir in Deutschland haben. Toll eingearbeitet, 15 Jahre ungefähr schon da mittlerweile. Also das klappt auch ganz hervorragend. Aber jetzt möchte ich mal alle bitten, die jetzt hier aktiv gewesen sind, auch Ann-Christine, du kannst ruhig mitkommen mit Baba, komm. Der Chrissy natürlich dahinter, hinter der Ann-Christine oder davor, wie auch immer, und der ganze Rest kommt wieder auch mit. Ich möchte Sie einfach mal vorstellen, ich kann mal einen Schritt zurückgehen, ich komme mal die Aufmerksamkeit. Die Gemeinde immer das Wichtigste, denn ohne Gemeinde können wir keine Aufträge mehr arbeiten. Das ist gar keine Frage. Aber jetzt beim Glockenguss, sage ich jetzt mal, ist es umgekehrt.
sind Sie unser Gast und wollte ich Ihnen dann wenigstens mal die Verantwortlichen zeigen. Der Esel nimmt sich immer zuerst. Okay. Mein Bruder und ich sind in 13. Generation hier mittlerweile in der Verantwortung, nicht mittlerweile, sondern das auch schon seit bald 30 Jahren oder über 25 jedenfalls, weil unser Vater sehr früh gestorben ist und wir ja sehr früh einsteigen müssen. Das heißt also, wir haben die Verantwortung in dieser Zeit, mein Bruder als Kaufmann, ich als Techniker, mein Neffe, der direkt neben ihm steht, und ich sage mal gleich alle beide hier, das sind beides zwei seiner vier Kinder, die hier sind. Eben war noch ein weiteres Kind hier, wo man Bruder, die ist aber mit dem Schulrand, sind schon wieder weg. Der Christian hat sogar Glockenbläser gelernt. Das ist also Herr Buchmeier, jetzt habt ihr jetzt immer schon 1, 2, 3, 4 hier an der Grube, die da den Beruf gelernt haben, die hätten heute ruhig mithelfen können. Hätten die noch ein paar Gießersachen, hätten wir eben noch für Sie gefunden. Ja. Buchmeier ist auch Glocken- und Kunstgießer. Möglicherweise, ich habe heute erst kennengelernt. Geht man nach vorne? Ich wäre ein Unikat, aber lass mich alles besser zu lehren. Christian ist also gelernter Glockengießer, und wenn wir schon dann eben so, ich sag jetzt mal, beim Nürnbergischen sind, da in der Nähe ist übrigens auch die schulische Ausbildung. Also egal, wo man heute Glockengießer, Kunstgießer, Zinngießer, Metallgießer, alle diese Berufe lernt, die heißen heute alle diese Berufe, heißen heute Metall- und Glockengießer, das ist dann immer in Pegnitz. Egal, wer die Ausbildung macht, die müssen also alle dann eben ins fränkische Pegnitz. Da das Land Bayern sich bereit erklärt, was ich toll finde, und das Land Hessen mit den größten Gießereien nach Nordrhein-Westfalen hat sich da völlig rausgezogen mittlerweile, was ich auch nicht verstehe. Also alle unsere Lehrlinge müssen dann eben nach Franken fahren, in die fränkische Gegend fahren, um da eben zur Schule zu gehen. Andererseits gefällt das dem einen oder anderen auch ganz gut, wenn er mal so zwei, drei Wochen am Stück dann da nicht unbedingt dann eben bei Mutter nur sitzen muss oder Vater. Neben ihm seine Schwester, die zwar hier nicht gelernt hat, aber ganz kräftig mithilft, überall die ein oder andere Inschrift, fast alles sogar könnte aus ihrer Hand gekommen sein, hat sie also alles vorbereitet, wollen wir sehen, was rausgekommen ist. Dann erst wird gelobt. Der Verantwortliche hier in der Glockengießerei ist der Thorsten Wörstdörfer, gelernter Glockengießer, hat uns mal für ein paar Jahre dann verlassen, wollte unbedingt die Welt kennenlernen, ist überall wirklich umgekommen, also auf der ganzen Erdkugel, hat dann doch wahrscheinlich gedacht, hier in Sinn ist es doch am schönsten, nicht optisch, ich meine nicht unser Industriedorf, das ist wirklich nicht sehenswert, sein Wohnort ist auch nicht sonderlich viel sehenswerter, aber... Aber die Heimat jedenfalls, zumal es hier auch heimatliches Essen gibt, in China und was weiß ich wo, das hat nicht so besonders geschmeckt, um mal irgendwie zu sagen. Also er ist gerne hergekommen und hat sein Team hier ganz toll im Griff, das finden wir toll. Und abgesehen davon, dass heute eine Glocke ein bisschen gespuckt hat und das war mein Fehler, tut mir leid, Jungs, ich die versehentlich mit meinem heißen Eisen dann eben auch noch angezündet habe, das sind Entgasungen in der Glocke, die führen wir nochmal zusätzlich ab, und ich sage Ihnen extra, Sie sollen das Rauchen bitte einstellen beim Glockenguss, macht den Fehler, den man eigentlich nie machen darf, entzünde versehentlich dann eben hier tatsächlich an, denn das ist die Luft, ganz normale Luft, die da drin in der Form sich befindet und dann eben natürlich bei diesen Temperaturen zündbar ist. Deswegen führen wir die auch noch zusätzlich ab über so ein Rohr. Da sollte möglichst eben keine heiße Asche hineinfallen. Deswegen sagen wir Rauchen verboten. Das haben wir nämlich mal gehabt, dass da einer sein Pfeifchen dann eben daran ausgeklopft hat und die Glockenform dann explodiert war und die Glocke, glaube ich, jedenfalls nicht geraten war. Ich weiß nicht mehr, der Herr Becker müsste es noch wissen. Der war hier. Hans Becker. Sie kommen doch mal gefälligst nochmal alle beide hier vor. Halten Sie nicht so weit hinten auf. Rennt der dürfen hier auch. Ja, neben dem Thorsten Wörstdörfer steht der Maximilian Schönberger, ebenfalls gelernter Glocken- und Kunstgießer. Heute muss ich das mal so mit der Ganzen dann eben sagen, weil wir eben einen weiteren hier haben in Herrn Buchmeier. Also gelernter Glocken- und Kunstgießer ist hier in der Glockengießerei bei uns jetzt auch schon mittlerweile, sieben Jahre. Verflixt sind wir, ja, das wird es ja auch nicht. Wir hoffen ja sehr, dass wir das noch 70 Jahre mäßig werden. Ich will nicht sagen, es verzehnfachen können, aber auf jeden Fall noch deutlich verlängern können. Und dann kommen die Kollegen, das heißt, ich muss nur wechseln, jetzt wechseln mal schnell. Da kommt nämlich erst der Ali, den wollen wir mal zuerst vorstellen, ausnahmsweise, weil er nämlich auch noch in die Glockengießerei gehört. Da sind wir jetzt nicht böse, aber der Ali gehört auch in die Glockengießerei. Im klassischen
deutschen Nachnamen Müller, wenn mir jedenfalls erlaubt, dass ich ihn so nennen darf. Eigentlich heißt er anders. Ja, Ali ist auch schon seit ein paar Jahren hier aus. Hötschmann. Das ist eigentlich leicht zu merken. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. Müller ist für mich irgendwie einfacher zu merken. Das hat er mir erlaubt, dass ich das sage. Ja, auch schon seit ein paar Jahren hier bei uns und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange dabei. Dann kommen eben die Nicht-Glockengießer, zum Beispiel der Herr Rondowitsch. Der ist eben hier bei uns in der Zisilierwerkstatt eigentlich beschäftigt. Eigentlich so ein Allrounder, so in der ganzen Firma beschäftigt. Der kann eigentlich alles. Und hier in der Glockengießerei hilft er dann eben auch dankenswerterweise dann eben zum Beispiel beim Glockenguss mit. Wird aber auch dann eben, wenn Zeitdruck sein sollte, dann eben auch bei der Nachzisilierung der Glocken zisilieren, heißt nachbearbeiten. So wie Grundspiel eben seine Sachen nachbearbeitet, machen wir das auch. Bei uns ist das alles im größeren Stil, aber im Prinzip technisch gesehen eigentlich das gleiche wie bei dem Gold- oder Silberspiel. Dafür ist also der Herr Rondowitsch hier bei uns im Hause und dann haben noch ein paar weitere mitgeholfen, mitgearbeitet. Da sind die zwei Rentner, die wollen einfach nicht in Landorf und Stefan, die wollten einfach nicht hier vorkommen, die zwei lächeln über uns im Hintergrund, wirklich. Ja, wie man doch ein Der Herr Becker ist der ehemalige Glockengießermeister, der mit den meisten Haaren, die Leilinger oder auch die Nürnberger werden vielleicht sagen, genau die Renoran kennen sie noch, ja, so ähnlich sieht er aus. Ist aber ein Schalker, genau wie ich, der saß mal im Stadion auf Schalke, da kam der Klinsmann, damals noch Nationaltrainer, kam jetzt wieder zu mir und sagte, ich muss nicht mehr. Ja, also leicht verwechselbar. Und neben ihm der Volker Schaf, der ist der Kunstfasserei, aber unverwechselbar, im Gegensatz zu ihm, der Becker. Herr Schaf war viele Jahre in der Kunstfasserei beschäftigt, Wachsausschmelzung und ist auch weiterhin für uns. Alles natürlich im Rahmen, die beiden im Rahmen dessen, was sie dürfen und können und so weiter und wollen, selbstverständlich auch, von seiner Grund alle beide. Und können auch noch, das ist ja auch ganz wichtig, von unserer Seite dürfen sie sagen, wie sie hier noch mit dem Rollstuhl reingefahren werden, können sie auch noch mit uns auch weiterarbeiten. Den Rollstuhl, den fahren wir auch noch selbst persönlich hier rein. Den Schmidt hatte ich schon genannt, der steht noch da hinten und haben noch viele, viele weitere hier in der Firma beschäftigt. Aber die hier das alles in viel, viel wöchentlicher Arbeit erstellt haben, wollte ich doch auf jeden Fall schon mal vorgestellt haben, dass sie dann eben sehen, im Glanze sehen. Und wir entlassen sie jetzt aus Bierchen, denn nachgegossen werden muss wie bei Feuerwerkern. Wir sagen ja auch Glück auf, wie bei Feuerwerkern sagt man bei uns auch, dass nachgegossen werden muss und das Nachgießen ist sicherlich oftmals genauso wichtig wie der Hauptguss an sich. Auch wenn ich davon ausgehe, dass ihr nicht bei jedem Bierchen anfangen zu beten, nehme ich mal einen kurz an. Wir werden dann ab nächster Woche anfangen, hier auszugraben, ab Montag. Wir gießen also immer freitags. Es ist übrigens ein Gerücht. Ich muss immer irgendjemandem den Rücken zudrehen. Ich weiß nicht, wie ich mich hinstellen soll, dass ich mich alles sehen und hören. Das sehen Sie so nicht, aber hören. Gucken Sie Herrn Buchmeier an, der sieht genauso aus wie ich. Ähnlich jedenfalls. Ja, ist nichts dagegen. Das ist komisch, ne? Wir haben uns eben erst kennengelernt. Ja. Ja, wir fangen an auszugraben nächste Woche Montag. Wir müssen also freitags immer, weil wir dann zwei Tage den Glocken quasi hier in Ruhe lassen können. Also die können ganz in Ruhe auskühlen, die Glocken formen. Und je länger sie auskühlen, desto besser ist das für die. Glocken. Der Freitag ist entgegen dessen, was immer so im Internet zu lesen ist, kein klassischer Gießertag oder Gusstag. Das hat man so in den 70er, 80er Jahren, das war eigentlich sogar mein Vater, nicht als Gerücht, sondern gesagt, wir gießen immer freitags und wir gießen immer um 15 Uhr. Das hat sich so eingebürgert, dass es dann eben heißt, es wurde schon immer am Freitag und schon immer um 15 Uhr zur Todesstunde Christi am Freitag gegossen. Das hat sich so ergeben und heute haben wir es ja leider, muss ich sagen, sogar fast hingekriegt, mussten es zwangsweise durch Arbeitszeitverkürzung und andere Dinge haben wir das dann auf 14 Uhr irgendwann mal geändert. Und dann sagte mal ein Kollege, ein Pfarrkollege, der sagte mir mal, ach Herr Rieger, auch noch nichts dazu zu erklären, im gelobten Land ist es eine Stunde weiter, da sind die eben jetzt auf 15 Uhr, also um 14 Uhr draußen. Also man kann es auch so sehen. Naja, also die Alten haben eigentlich immer dann gegossen, wenn es Metall heiß war. Und da die ja fahrend waren, Wandergießer waren, den Ofen nicht ausprobieren konnten, so wie wir kennen unseren Ofen, auch wenn der heute ein bisschen anders war als üblich, wir kennen unseren Ofen sehr gut. Das war eben früher nicht der Fall. Die sind irgendwo hingekommen, haben vor Ort dann eben einen Ofen gebaut, haben dort eine Grube gegraben etc., haben da Wochen, Monate gearbeitet
Und beim allerersten Versuch musste der Ofen dann funktionieren. Der hat auch funktioniert in aller Regel, nach allem, was man so über alte Schriften liest, aber das war dann irgendwann. Und dann hat halt die Gemeinde, die hat es ja noch nicht weit, da war es eben umgekehrt wie heute. Wir sind hier und sie mussten alle weiten Weg hierher kommen. Die Gemeinde früher hat es dann eben nicht so sehr weit. Und wenn der Gießer gesagt hat, das wird so etwa in 2 Stunden gegossen, dann hat sich eben jeder bereit gemacht und ist zum Guss gekommen. Und wenn es nachts war, dann ist halt nachts gegossen worden. Da gibt es Überlieferungen, wie die Erfurter Gloriosa zum Beispiel, die ist nachts um gegen 1 Uhr gegossen worden. Vor über 500 Jahren und ist heute noch immer die schönste Glocke, die es im Abendland gibt. Zumindest eine der schönsten Großglocken. Also über 500 Jahre alt und trotzdem klanglich, optisch unerreicht. Also das muss ich sagen, ist schon bewundernswert, wie die Männer das auch noch in 12 Wochen hingekriegt haben. Das ist alles überliefert. Bis auf den letzten Huftag ist dort alles überliefert. Das ist für uns faszinierend. Zumal wir unter der Ägide von unserem Altmeister Becker in Halberstadt mal eine große Glocke gegossen haben. Sie sehen das auch an dem Ausgangsschilder, an der Blechtür, da sehen Sie noch von der Domina am Halberstädter Dom, sehen Sie noch so ein Plakat. Das haben wir vor Ort gegossen, die Glocke hatte 8,3 Tonnen gewogen und da haben wir fast ein halbes Jahr dran gearbeitet. Also wie die das in 12 Wochen geschafft haben, eine Glocke, die noch 3 Tonnen schwerer war, ist uns ehrlich unerklärlich, aber die hatten natürlich auch im Band der Gipsen mehr Erfahrung. Wir hatten das erste und bisher auch das letzte Mal so eine große Glocke vor Ort gegossen. Das ist schon eine Einmaligkeit. Kommen wir aber jetzt wieder bitte zu den technischen Erläuterungen, die ich gerne noch geben werde, denn Sie haben noch eine sehr weite Einweisung vor sich. Wir haben den Glockenguss zwar gesehen, aber es wird nicht jeder verstanden haben, was wir hier alles so hatten. Dass das hier ein Ofen ist, das wissen Sie natürlich alle. Sie haben gesehen, dass er geschmolzen hat. Der war heute auch übrigens extrem laut. Also mir tun die Ohren, brummen wir jetzt noch ein bisschen. Das liegt nicht am Ventilator, der hier noch brummt, sondern das liegt wirklich an den lauten Ofen heute. Ich weiß gar nicht warum. Wir werden ihn öffnen und dann werden wir sehen, was da irgendwo klemmt oder was da auch immer da drin ist. Es hat halt auch eine halbe Stunde länger gedauert, bis er fertig geschmolzen hatte, was ungewöhnlich ist, zumal er nicht mal ganz voll war. Also wir haben da schon 5 Tonnen drin. Das ist das Maximum, was wir in den Ofen reinbekommen. Und heute waren es ja eigentlich nur 4,2 Tonnen, die drin waren. Mehr war es nicht, also eigentlich hätte der schneller geschmolzen haben müssen. Wir werden sehen, wenn wir den Deckel hier oben abnehmen, das ist ein Herdschmelzofen, heißt auf Deutsch, wir haben hier kein Feuer unten drunter, sondern wir haben hier einen in der Mitte gelagerten Ofen, der aus dem Stahlring besteht und innen drin feuerfest ausgemauert. Da werfen wir das ganze Metall rein und dann bläst eine Flamme oben auf die Oberfläche. Das ist eine Ölflamme, stellen Sie sich, wenn Sie es kennen sollten, von zu Hause vor wie eine Ölheizung. Nur dass Ihre Ölheizung zu Hause so ein winziges, ich weiß nicht genau wie groß, ich sag mal so maximal einen halben Millimeter oder dünner Löchlein dann eben, also eine Düse hat. Und da wird mit Gewalt dann eben Öl durchgepresst. Das wird mit Sauerstoff angereichert und dadurch wird das Öl dann überhaupt ja erst brennbar, sonst brennt Öl ja normalerweise nicht. Dadurch brennbar und dadurch wird dann eben Wasser oder auch die Heizung, was auch immer, erhitzt. Das ist im großen Stil hier auch der Fall. Nur dass wir für so eine Schmelze etwa 500 Liter verbrauchen an Öl. Sie das hätten, müssten Sie jede Woche dann den, je nachdem wie groß Ihr Öltank ist, jede Woche den Tanklaster zu sich holen, der Ihnen Öl liefert. Also das ist schon ein ziemlicher Verbrauch hier, den wir hier haben. An 2 Stellen bläst also die Hitze, das Feuer da dementsprechend mit Gewalt ein, mit Luftdruck da ein, das Öl zerstäubt, tritt auf die Oberfläche des Metalles und da wir es mit der Kupferlegierung zu tun haben, die ist nicht nur elektrisch, sondern eben auch sehr, sehr gut wärmeleitend, wird also quasi von oben herunter ein Metallsumpf erreicht, also das Metall schmilzt von oben nach unten herab sozusagen. Wenn es geschmolzen ist, dann haben wir, der ein oder andere konnte es sehen, wir haben hier noch eine Schmelzbehandlung mit Phosphor, Kupfer, das sieht aus wie eine Schokoladentafel, nur halt in Metall und viel größer. Das ist zum Oxidieren, dann haben wir auch den Pol, diesen trockenen Fichtenstamm noch hineingedrückt, der dann A rührt und B auch nochmal Sauerstoff und Wasserstoff aus der Schmelze, sofern vorhanden, dann eben auch nochmal rausdrückt, aber auch das Zinn und Kupfer nochmal sehr, sehr schön miteinander verschmilzt, also verrührt. Denken Sie, wenn Sie ein Teeglas haben, schütten da ganz vorsichtig Milch rein, das verrührt sich auch nicht besonders gut. Rühren Sie mit dem Löffel nach, ist eine perfekte, rein optisch meine ich das natürlich jetzt, ich mag ein wenig mit Milch, aber dann ist es zumindest eine perfekte Mischung dann geworden. Metall, sagen wir Legierung, das ist eine Kupfer- und Zinnlegierung, eine Mischung ist bei Metall immer eine Legierung.
Die Legierung besteht aus Kupfer und Zinn, 78-80% Kupfer, 20-22% Zinn. Und das bereits seit Jahrtausenden. Das wissen wir seit Jahrtausenden, dass das die beste Legierung ist, die man dafür verwenden kann. Und die haben sie auch immer dafür verwendet, außer, sage ich mal sehr pauschal, jetzt im 20. Jahrhundert, auch ein bisschen vorher natürlich schon. Es gab auch sehr viele Versuche, auch vorher schon, mit Eisenglocken aus dem 17. Jahrhundert. Aber ich will jetzt nicht von Ausnahmen reden, sondern wirklich flächenmäßig gab es den Glockenguss in Eisen und Stahl eigentlich nur im 20. Jahrhundert. Und das hat auch so in den 60er Jahren aufgehört, weil man einfach die Qualität der Glocken Bronze nicht hinbekommen hat. Das ist ein Musikinstrument. Das hat man einfach mit Stahl oder Eisen klanglich und akustisch nicht hinbekommen. Stahl- und Eisenglocken sind lauter als Bronzeglocken, aber eben nicht schön. Und wenn jemand sehr, sehr laut im Chor singt, dann muss das nicht unbedingt ein voller Chor sein. In der Regel ist es sogar das Gegenteil, möchte ich mal sagen. Vielleicht kennen Sie auch in der eigenen Gemeinde jemanden, der gerne laut singt und das vielleicht auch noch in der Kirche während des Gottesdienstes oder der Messe, aber nicht sonderlich schön. Ich sage mal, wir könnten sowas durch Bronze ersetzen. Sie sind darauf angewiesen und wollen das Schäfchen natürlich auch da behalten. Jetzt möchte ich nicht noch näher darauf eingehen, möchte ich ins Lächerliche ziehen. Wenn jemand mit Freude dabei ist, ist das natürlich immer noch schöner, als wenn einer eine tolle Stimme hat und gelangweilt mitsingt. Das finde ich dann umgekehrt sogar noch wieder schöner. Stahl- und Eisenglocken werden also heutzutage ersetzt durch Bronze. Das ist nicht mehr in ganz großen Stile möglich, deswegen leben auch Glockengießer in Deutschland, die fünf, die es jetzt noch gibt in Deutschland, die leben nicht vom Glockengießen, sondern leben in erster Linie von all dem, was zum Glockengießen gehört. Da sind auch die Montagen und die Wartungen und die Reparaturen und Restaurierungen etc. Davon lebt eigentlich heute der Glockengießer. Glockengießen an sich ist rein finanziell gesehen, obwohl es ein sehr großer Umsatz ist, ist es aber vom Ertrag her ein völliges Nebengeschäft geworden. In einem sehr guten Jahr schreibt man eine schwarze Null, da muss man ein gutes Jahr sein. In den üblichen schlechten Jahren, letztes Jahr hatten wir ein tolles Jahr, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich durch einen riesengroßen Auftrag aus Erzbistum Paderborn und auch hoffe ich jedenfalls, wenn alles gut geht und alles klappt, dann eben auch ein sehr, sehr gut, also ein gutes Jahr zumindest bekommen in der Abteilung. Aber das ist endlich, das wissen wir. Also das ist natürlich, wenn jeder seine Glocken hat, dann wird es eben keinen Glockenguss mehr geben, jedenfalls nicht in Deutschland. Dafür ist das Ausland dann wieder, beginnt dann für uns langsam interessant zu werden. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum Technischen. Wir gießen also dann die Schmelze dann aus dem Ofen über eine angehängte Rinne in den Kanal. Der Hauptkanal mit seinen Abzweigungen führt dazu, dass wir immer zu einer Glockenform, die in der Erde dort unten drin ist, die berühren sich übrigens fast da unten, also wenn die hier oben sehr weit auseinander sind, Sie wissen ja, die Glockenform ist unten deutlich ausbauchend und dadurch, dass da noch eine dicke Lehmschicht drauf sitzt, ist die noch mal mehr ausbauchend als die Glocke an sich. Also die sind schon relativ eng gesetzt, wenn Sie die hier so sehen, sieht das nicht so aus. Wir gießen also hier eine Glocke dann nach der anderen. Wenn eine Glockenform gefüllt ist, wird die nächste Glockenform oder der Schieber gezogen, dass die nächste Glockenform Metall abbekommen kann, bis dann auch die letzte dann vollgegossen ist. Eigentlich hätten wir heute noch den Schieber zum Schluss ziehen können, aber das sind nur noch ein paar ganz wenige Kilogramm, die da jetzt in der Rinne liegen. Ich glaube nicht, dass das noch ertragreich gewesen wäre, wenn wir das noch in den Überlauf, in den, ja, da wo es übrig ist, halt dann eben hätten hingießen lassen. Also haben wir es in der heute mal ausnahmsweise im Kanal gelassen. Auch die letzte Glocke für Lübeck ist auch heute, Entschuldigung, für Fulda ist auch heute voll geworden. Mit ihren 515 Kilogramm, darf ich Ihnen da so sagen, Sie haben uns. Ja, voll geworden ist er. Ich habe Ihnen gesagt, Herr Pastor, ich gebe Ihnen nichts Garantien, wie sie klanglich geworden ist. Wie voll geworden ist er, das kann ich auch definitiv in jeder Beziehung, kann man das hier sehen. Wenn Sie möchten, jetzt ist auch nicht mehr so ganz heiß, können Sie auch gleich mal da reingucken, aber bitte eigene Gefahr, wenn Sie das machen, auf eigene Gefahr. Nachdem dann eben alle sieben Glocken gegossen sind, ist im Prinzip der Glockenguss an sich durch. Das, was wirklich wichtig ist, ich meine das rein metallurgisch, wo wir überhaupt nichts zu tun können, gar nichts. Und das ist einer der Gründe natürlich, um nochmal so einen Rest mit auf den Weg zu bekommen, aber eben auch, dass jetzt das, wo wir gar nichts dran tun können, gar nichts, dann eben wirklich wir die Hilfe dann eben von oben bekommen, ist wohl der Grund, warum wir beim Glockenguss beten. Wir brauchen einfach den Segen von oben, das ist nicht pathetisch gemeint und das ist auch nicht für die Presse sollte das anwesend sein gemeint, sondern das ist ehrlich gemeint, also eine Glocke zu gießen ohne im
Gebet vor dem Glockenguss zu haben, ist eigentlich unvorstellbar, möchte ich sagen. Also wenn eine Glocke für liturgische Zwecke da ist, dann hat sie gefälligst auch liturgisch geweiht zu werden. Oder sagen wir mal, der Guss jedenfalls hat seinen Segen zu bekommen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, denke ich jedenfalls. Ich weiß, es gibt da auch Andersdenkende. Es hat aber nichts mit Traditionspflege zu tun, das möchte ich sehr deutlich dazu sagen. Das ist das, was ich immer wieder in der Zeitung lese, nur was Tradition ist, redet man vom Glockenguss. Möchte ich mir ehrlich verbitten, wenn hier irgendein Journalist da sein sollte, wir können gerne darüber reden, aber bitte nicht, wir können über alles reden, aber bitte nicht sowas formulieren. Ich habe das mit großem Ärger letztes Mal gelesen gehabt und war da nicht sehr begeistert. Ich habe mir den Leserbrief erspart. Ich hätte ihn eigentlich setzen wollen, wenn ich nicht Glockenwieser wäre, hätte ich ihn auch geschrieben, glaube ich. Das fand ich nicht so gut. Das, was jetzt in der Erde eben passiert, vielleicht bei den kleineren jedenfalls schon fix und fertig ist, das ist eben diese Erstarrung, die da beginnt. Und das macht es spannend, wenn man nur gespannt. Sie haben, wenn Sie genau beobachtet haben, gesehen, das heißt, Sie haben natürlich gesehen, dass Sie immer eine Glockenform mit einer Eisenstange zuhalten. Die Eisenstange hat im unteren Ende so einen Konus, der dann eben diesen konusförmigen Eingussloch, was da unten an der untersten Stelle ist, zuhält. Und das machen wir natürlich mit Eisen, sodass der Bartpegel erstmal erreicht wird, der sein muss, damit, wenn wir diese Stange ziehen, auch wirklich nur das reine Metall, die reine Glockenbronze da unten reinfließt und nicht irgendein Dreck, der hier noch mit drin rumschwimmt oder schwammt im Kanal, beziehungsweise auch Kohle oder was auch immer, oder Ablatzungen von Steinen oder sonst irgendwas. Alles das darf gerne da drin rumschwimmen, aber eben erst, wenn wir einen gewissen Bartpegel erreicht haben. Das schwimmt dann eben alles oben auf, weil es eben alles spezifisch leichter ist. Selbst Eisen oder Stahl ist etwas leichter als Bronze, würde also theoretisch auch oben aufschwimmen, wenn da jetzt was drin läge. Wenn Sie Ihren goldenen Ring da drin verloren haben, tut mir es leid, weil der schwimmt nicht oben auf und ist eben etwas schwerer als die Glockenbronze und dann ist der halt jetzt in der Glocke dann eben mit verschwunden. Vielleicht ist es Ihre eigene Glocke, die Sie damit auch ein bisschen beglückt haben. Klanglich wird übrigens die Glocke dadurch nicht besser. Also die berühmten Gold- und Silberglocken aus dem Mittelalter, die sind keineswegs besser, im Gegenteil. Und heute können wir das auch sehr leicht begründen, heute können wir das technisch eben nachweisen, warum jegliche Beimengungen, egal von welchem Metall, eben auch Edelmetalle, verschlechtert den Klang. Jegliche. Also egal, was wir hinzugeben. Ich hörte mal von unserem norwegischen Kollegen, dass er rein Silberglocke noch schöner klingt als eine Bronzeglocke. Ich denke aber, die kann sich auch nicht unbedingt jede Gemeinde leisten. Von der rein Silberglocke, die hat er für einen arabischen Händler dann eben, der übergab das irgendeinem Reich wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr. Und das war so ein immerhin, also schon eine relativ große Glocke. Ich möchte nicht wissen, was sie gekostet hat, wie viel Aufwand das gemacht hat. Die muss noch schöner geklungen haben. Aber wie gesagt, das kann sich nicht unbedingt jede Gemeinde eine Echtsilberglocke auch in die Richtung leisten, glaube ich. Die reine Glockenbronze ist also jetzt da unten im Begriff zu erscharren und zu schrumpfen. Sie haben gesehen, wenn Sie sehr genau beobachtet haben, dass dort, wo diese Stange zuhält, eine Vertiefung, ein Trichter dort ist. Das heißt, wir haben das Metall in diesen Trichter hineingegossen, mit der Eisenstange zugehalten, so lange zugehalten, bis wir diesen Pegel erreicht haben. Vergleichen Sie es mal mit der Badewanne zu Hause, Stöpsel rein und Sie wollen sich jetzt dann eben sauber waschen, Sie haben keine Dusche zur Verfügung, müssen in die Badewanne gehen, dann legen Sie sich staubig und schmutzig in die Badewanne. Das ist durchaus ein Vergleich. Ich rede aber jetzt von dem leichten Schmutz, den Sie jetzt am Körper haben. Sie sind furchtbar staubig und sind jetzt in der Badewanne. Sie sind, nachdem Sie sauber sind, gehen Sie aus der Badewanne raus und ärgern sich ganz furchtbar, dass der ganze Schmutz da oben entlang schwimmt. Sie ziehen den Stöpsel und versuchen, einen Wirbel zu erreichen, einen Sog zu erreichen, dass der ganze Schmutz von Ihnen natürlich geholfen dann da in den Gulli eben hineinfließt. In den Ausguss läuft, ja. Und genau das ist das, was wir hier nicht erreichen wollen. Wir wollen eben hier dadurch, dass wir immer versuchen, den Ofen so viel Metall zufließen zu lassen, immer einen gewissen Pegel erreichen lassen, sodass der ganze Dreck eben oben aufschwimmt. Und wenn die Glocke dann irgendwann gefüllt ist, dann kann der da nicht mehr mit rein, dann interessiert uns die Glockenform schon nicht mehr, dann gehen wir zur weiteren Glockenform. So muss aber dann der Ofen immer so 1, 2, 3 Minuten vorher eben mehr oder weniger Metall dann zufließen lassen, sodass der Kanal also immer quasi immer voll ist oder jedenfalls ganz gut gefüllt ist. Dass also dann die Glocken auch so gegossen werden können, dass nur Glockenbronze hineinfließt. Und jetzt, das sind jetzt zwei gießtechnische Ausdrücke, das eine nannte sich Eingusstrichter, der Name sagt es, ne, da gießen wir hinein, das ist so trichterförmig, da gießen wir hinein. Das, was jetzt dort stattfindet, nennen wir jetzt einen Speiser. Das ist auch der Grund, warum wir Holzkohle da drauf legen.
Holzkohle, da verrate ich jetzt den Damen etwas. Ich hoffe nicht, dass die Männer dann eben jetzt traurig sind oder sauer sind auf mich. Denn nur wir grillen ja schließlich zu Hause, nur wir können ja schließlich mit Holzkohle umgehen und mit Grillkohle umgehen. Das ist nichts anderes, was wir hier haben, als die Grillkohle, die wir zu Hause haben. Teilweise sind es Grillbriketts, aber das ist auch so ziemlich dasselbe. Ja, und ich verrate einfach jetzt das Geheimnis, wenn also wir dann die Kohle, die Holzkohle so weit haben, dass sie heiß ist, dass sie glüht, dann tun wir eigentlich nichts mehr. Das wissen natürlich die Damen nicht. Die bringen uns dann das leckere Fleisch schon eingelegt und so weiter. Die Würstchen vielleicht noch dazu. Wir drehen die ein, zwei Mal um, trinken unser Bierchen dazu und dann ist alles fertig und dann können wir noch gelobt. Das finde ich immer toll. Freut mich immer sehr, vor allem wenn es dann schmeckt, obwohl wir gar nichts dafür können. Außer, dass wir vielleicht einmal zu viel das Fleisch umgedreht haben oder einmal zu wenig. Also ich hoffe nicht, dass jetzt eine Sache ist.